Willkommen hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ja, ihr werdet vielleicht ein wenig überrascht sein, dass ich dieses Projekt vorgezogen habe, aber vorab, ich möchte euch dieses neue Projekt erst einmal kurz vorstellen, denn wir spielen das Spiel Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots oder auch abgekürzt MGS4 für Metal Gear Solid 4 einfach. Und ja, wir haben ja bereits schon einige Spiele von der Metal Gear-Reihe gespielt. Unter anderem fingen wir auch an mit Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3. Dieses Spiel, wie man unten rechts unschwer erkennen kann, ist 2008 erschienen. Im Juni, glaube ich, also irgendwann im Sommer war das. Und ja, man spielte die Serie weiter, wusste allerdings nicht genau, worum es geht, und genauso möchte ich euch auch erstmal im Ungewissen lassen. Also für diejenigen, die das Spiel schon mal die vorigen Spiele gespielt haben, vier aber gar nicht kennen, ja, die lasse ich jetzt erstmal im Ungewissen und gehe einfach in die Story rein, ohne viel zu sagen. Das Einzige, was man sieht, man merkt das jetzt schon, einen recht älteren Solid Snake, wobei man jetzt hier nicht weiß, ist das The Big Boss oder ist das der normale Snake? Das wird man aber recht schnell merken. Wir werden ein neues Spiel beginnen und bevor ich loslege, sage ich einmal ganz kurz, es geht mir hier in diesem Let's Play nicht darum, perfekt abzuschließen, irgendwelche seltenen Waffen zu bekommen oder, sondern es geht mir wirklich nur darum, die Story zu zeigen, weil nachdem ich den ersten, zweiten und dritten Teil gespielt habe, dachte ich mir, jetzt fehlt noch der vierte Teil, um die Story erstmalig abzuschließen, weil seitdem ist noch kein neuer Teil erschienen, soll aber dieses Jahr, also 2014, sein. Ich denke mal, irgendwann im zweiten Quartal, dritten Quartal wird das rauskommen. Und darauf bin ich schon sehr gespannt, aber erstmal werden wir das Spiel hier, das vierte Spiel spielen. Mein Gott, ich bin ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Und ja, wir haben mögliche Schwierigkeitsgrade. Einfach Liquid, für Spieler ohne Erfahrung in Actionspielen, einfacher Schwierigkeitsgrad. Ja, also für die, die es wirklich easy wollen, normal, naked. Für Spieler, die es einfach mögen, dann noch normal Solid. Für Spieler, die Action erprobt sind, normaler Einstieg für Europa und Nordamerika. Dann Hard Big Boss für Spieler, die ihre Grenzen suchen, und natürlich Extrem The Boss. Also das ist das, was man aus Metal Gear rein kennt. Man darf nicht entdeckt werden, man darf nicht irgendwie hier und ein Schuss nimmt schon die Hälfte der Lebensanzeige. Wollen wir natürlich nicht. Da ich mich auf die Story fokussieren will, werden wir den normalen Modus durchgehen. Oh, und wir haben schon einen Schuss gehört. Ein kleines Manko. Ah. Und wir sehen jetzt hier so eine komische Kochsendung und da fragt man sich, hier, was ist los? Und wenn man den Joystick bewegt, dann kommt man so ein bisschen, kann man hier so durchseppen, als wenn man so durch TV-Programme seppt. Und ich bleib mal hier stehen, weil hier sieht man etwas ganz Besonderes. Hier sieht man gerade ein Interview von so einer Frau, die kenne ich jetzt nicht. Und dann seht ihr rechts den recht hübschen Kerl mit so einem komischen Auge, also so ein Cyborg-Auge, sage ich jetzt mal für den Anfang. Was das sein wird, erkläre ich noch später. Für diejenigen, die es nicht wissen, ihr könnt mal ein bisschen auf die Stimme achten von ihm. What are you wearing? What do you mean? Why are you here? Oh, well, I was hoping to promote my new movie. I'm just coming off of the set. No, David Hayter. Why here wearing an eye patch? Oh, the eye patch. This is pretty cool, actually. Give me a... Gut, jetzt bin ich auch schon nicht mehr still, denn man kann hier durch die ganzen Videos zappen und die laufen eigentlich immer gleich ab. Und manche kommen erst nach anderen Sendungen. Was das Ganze genau sollte, weiß ich nicht. Früher dachte ich vielleicht, das gehörte zum Ladebildschirm. Dann kam aber danach direkt ein Ladebildschirm, wo man das ganze Spiel installieren sollte. Mittlerweile ist ja ein Patch rausgekommen, um das zu vereinfachen. Oh, ich bin immer noch online im Netzwerk. Das wollte ich eigentlich abschalten. Verdammt, warum habe ich die PlayStation 4 neu gestartet? Egal. Ja, das ist David Hayter und er ist natürlich der Synchronsprecher von Snake, schon in allen Teilen gewesen. Und ja, jetzt ist das Interview beendet und ihr seht, jetzt kommt so ein anderes.
Und hier auf Hideo 1 und Hideo 2 kommt nichts. Und ja. Es ist eigentlich egal, auf welchem Sender man jetzt bleibt, weil man muss sich das eh angucken. Ich dachte immer, dass, wie gesagt, das hätte was mit dem Ladebildschirm zu tun. Dem ist aber nicht so und deswegen weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wofür das da ist. Vielleicht um auch ein bisschen Fremdwerbung zu machen oder keine Ahnung. Und ja, dann kommt man auch schon hier in den Metal Gear Solid Ladebildschirm. Und nach dem Update, wie ich schon gesagt habe, war es damals so, dass man die Möglichkeit hatte, einmal das komplette Spiel zu installieren, weil sonst musste man von Chapter zu Chapter zu Chapter, also von Kapitel zu Kapitel, immer neu installieren. Da hatten sie irgendwann ein Update rausgebracht, um das zu vereinfachen. Für diejenigen, die Platz auf der PlayStation 3 haben, sehr empfehlenswert. Für diejenigen, die nicht haben, ärgerlich, weil das nimmt ganz schön viel Speicherplatz weg. In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft... Oh, toll. Auf einem irgendwas mit Schlachtfeld, weiß ich noch. Aber meistens ist das ja eh englisch synchronisiert, dass ich gar nicht so viel sprechen muss, sondern ich lasse einfach die Texte für sich laufen. Eigentlich so wie immer in Metal Gear Film, sag ich schon. Ja, Hideo Kojima Game, also was der damals mit Metal Gear Solid angerichtet hat, hätte niemand gedacht, dass es so weit geht. Dann nochmal David Hayter, das ist der Synchronsprecher von Solid Snake. Und ich kann schon sagen, dass dieses ganze Game viel mehr ausgelegt ist auf die Story und nicht so sehr auf, Spielen an sich. Also man hat ja schon im Metal Gear 3 gemerkt, Snake Eater, dass das viel auf Story ausgelegt ist. Musste da aber auch noch einiges kämpfen, auch schon mit den offenen Plateaus und so. Hier ist das nochmal ein bisschen anders, aber ich fand den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so hoch, obwohl das natürlich individuell einstellbar ist. Aber so an sich fand ich, dass das mit den einfachsten ist. Also da war Metal Gear Solid 2 und 1 wesentlich mehr, was an Gameplay, an Herausforderungen war, sage ich mal. Aber die Story hiervon ist einfach nur genial und deswegen möchte ich sie euch auch nicht vorenthalten. Ideologies or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Thank you.
Ja, und von der Sequenz sind wir auch schon direkt im Spielgeschehen drin. Und ja, zwei Sachen hat man gemerkt, nämlich zum einen, dass man hier Snake spielt, zum anderen, dass er keine Augenklappe hat und zum dritten, dass er extrem älter geworden ist. Ja, was sagt uns das? Entweder hat Big Boss eine super Augenoperation gehabt und die Augen, das rechte Auge wieder geflickt. Dem scheint nicht so zu sein. Also muss es sich um Solid Snake handeln, also der Klon, sein Sohn, wenn man so sehen will, der Bruder von Liquid und der Bruder von Solidus, was wir im zweiten Teil herausgefunden haben. Und wir sind auch schon mit... Ja, das Tutorial hat sich leider eingeklinkt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was sagen. Tja, und schon wieder sind wir im Spiel drin und eigentlich kennen wir die komplette Steuerung. Hier sehen wir CQC, also Quarter, Combat Quarter, CQC ist, steht irgendwas mit Combat Quarter und noch irgendwas. Also diese Nahkampftechnik. Aber irgendwie kann ich die gerade nicht benutzen, oder? Ah doch, wenn ich nämlich kein Messer habe, oder geht es auch mit Messer? Ja. Das ist so die Nahkampftechnik, die sich extrem verändert hat, wenn man so bedenkt, was er, was man sonst noch hatte. Ja, also ist es eigentlich fast ähnlich geblieben und vor allen Dingen, es baut sehr auf die anderen Teile auf. Deswegen wollte ich immer erst die anderen Teile spielen, bevor wir dieses Teil spielen. Und was sich ein bisschen verändert hat, ist das Menü. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie bei Snake Eater schon, dass man sich halt hier erstmal die Waffen aussuchen muss. Und jetzt können wir auch die AK nehmen und damit losschießen. Na, kann ich nicht. Ah, so wechsle ich den Zielmodus. Dann könnte ich jetzt schießen, aber das müssen wir erstmal nicht. Und was ich dazu sagen will, ich habe das ganze Spiel schon mal gespielt. Na toll, während jetzt noch eine neue Sequenz kommt. Ich kann nicht mal ausreden. Tja, und wir sind wieder mitten aus der Sequenz im Spielgeschehen drin. Und man sieht es recht deutlich. Das sind so kleine Metal Gear Ray-Dinger, wenn man das so sehen will. Ja, nach Norden ist gut. Das sagst du so einfach. Ich meine, ich habe zwar so eine Karte da oben, aber einfach ist das definitiv nicht. Kommt da noch so ein Gecko? Ich sehe jetzt gerade nicht viel.
Also erstmal jetzt den Geckos ausweichen, während wir gerade Munition aufgesammelt haben. Ach, sind jetzt heil hier durchgekommen. Ja, ich will hier durchgehen. Irgendjemand hat was liegen lassen. Ach ja, genau. Das ist hier ein bisschen, während ich mal eben meinen privaten Sound runterstellen muss. Das ist hier so, dass man die Waffen, die die Gegner verlieren, wenn die umkommen, oder auch die Verbündeten, je nachdem wie man es sehen will, dass man die aufheben kann. Und es ist auch so, dass die ganzen Sachen wie Ration oder sonstiges nicht mehr so ist, dass die einfach so in Kisten sind, sondern sie sind hier so mit der Umgebung, sie liegen da einfach. Was ich schöner finde, ist, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben zwischen Kriechen, zwischen Laufen und zwischen Hocke. Also so drei verschiedene Arten. Die Hocke ist immer noch, wir sind recht schnell, tarnen uns aber ein bisschen besser, als wenn wir nicht die Hocke benutzen. Und was ich noch sagen wollte, bevor wir hier ein bisschen durchgehen, ich habe das ganze Spiel, ja nett, dass ich hier angeschrieben werde, ich gehe gleich erstmal in der nächsten Aufnahmesession aus dem Network raus. Tut mir leid, das habe ich wie gesagt vergessen, wie so häufig. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, hätte auch ein Ladebildschirm nehmen können. Moment, hätte auch in einem Ladebildschirm gehen können, verdammt Mist. Okay, erstmal die Sequenz. Metal Gear Solid 4.
Tja, das war als kleines Intro gedacht. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt ruhig sein soll zwischen den Sequenzen, aber dann teilweise ist es mir doch ein bisschen zu still. Deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber jetzt habe ich auch ein bisschen in den Sequenzen geredet und man hat einiges gesehen, also dass Snake immer noch ein bisschen agil ist, trotzdem hat ihn das Alter irgendwie eingeholt. Er verstaut nochmal liebevoll seine Zigaretten, das war ja immer noch typisch für ihn. Und daran kann man auch so ein bisschen so Big Boss und ihn unterscheiden, weil Boss hat immer Zigarre geraucht. Snake war immer ein Freund von Zigaretten. Ja, ungewöhnlich, dass der Name dann plötzlich so spät kommt. Und wir sind auch schon im Speicherbutton, Bildschirm. Und was ich noch sagen wollte, falls sich jetzt einige Leute wundern, so, ey, ich habe das schon mal gespielt und ich könnte doch einfach, nachdem man ein Spiel durchgespielt hat, kann man ja nochmal den Speicherstand anfangen und nochmal neues Spiel laden. Ja, aus zwei Gründen habe ich das nicht gemacht. Erstens, ganz klar, ich hatte jetzt nur angefangen Speicherstände, hätte also nichts Neues machen können. Und zum anderen ist es so, dass ich, dass man, wenn man durchgespielt hat, es gibt so manche Sachen wie Items oder Fähigkeiten, also jetzt, also ich komme später nochmal drauf zurück, ohne jetzt viel zu spoilern zu wollen, so Tarnungssachen und so, die bekommt man ebenfalls mit, also die nimmt man ab einem gewissen Zeitpunkt rüber und das ist so eine Art, ich sag mal, Nebencheating. Ich wollte wirklich für die Leute auch das zeigen, die das Spiel nicht kennen und es macht zum einen das Ganze ein bisschen schwieriger und ich will es wirklich an die Story halten und jetzt nicht mit so Powerwaffen da irgendwie durchrennen, was bestimmt auch seinen Spaß hat, aber das will ich nicht bezwecken. Gut, damit wären wir auch schon am Ende des ersten Parts von Metal Gear Solid 4. Wir haben einen kleinen Einstieg bekommen, aber es sind eigentlich mehr Fragen aufgetaucht, als wir eigentlich beantwortet bekommen haben. Warum ist Snake so alt? Wo spielt das Ganze? Auf welcher Seite ist Snake eigentlich? Was mal sind das für komische Metal Gear Solid Dinger? Also diese kleinen Rex oder Rays oder wie man die nennen könnte. Wobei die ja eher an Ray sich widerspiegeln als an Rex. Also eine ganze Menge an Fragen und ja, ich kann nur eins sagen, wir werden einige der Fragen sicherlich schon im nächsten Part beantworten, aber noch nicht alle und glaub mir, bis zum letzten Ende von diesem Spiel bleibt es spannend und es sind noch einige Fragen offen, aber es werden verdammt viele beantwortet. Deswegen kann ich euch nur raten, bleibt am Ball und schaltet auch beim nächsten Part von Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin.